Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Reaction-Video auf diesem Kanal. Eigentlich wollte ich heute gar keine Reaction aufnehmen, sondern morgen erst. Aber weil gerade so viele kranke Fights rausgepusht werden, müssen wir das Tempo mal wieder ein bisschen anziehen, ja, um hinterherzukommen, damit ihr die Fights auch alle rechtzeitig seht. Heute reagieren wir mal wieder auf unsere gute alte schwedische Kampfveranstaltung King of the Streets. Diese schwedischen Streetfights, ja. Bei Fight Club 42 kämpft nämlich ein Deutscher, und zwar ist es der Salla, also jemand aus Deutschland. Und bei 46 hat auch ein Deutscher gekämpft. Auf beide Videos werde ich jetzt hier gleich reagieren. Bevor wir aber in die Reaction steigen, Freunde, ja, ganz wichtig, wenn ihr wissen möchtet, was ich außerhalb von YouTube sonst noch so mache, ob ich demnächst vielleicht bei euch in der Stadt bin für lebender Boxautomat oder meine anderen Videoformate, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram unter nomde92, da seid ihr immer auf dem laufenden Stand und Und wenn ihr demnächst natürlich Geld sparen möchtet beim Einkauf von Kampfsportartikeln oder Nahrungsergänzungsmittel, schaut ab jetzt in die Videobeschreibung. Dort findet ihr saftige Rabattcodes und könnt damit ordentlich Geld sparen. Jetzt steigen wir in das Video, Freunde. So, wir haben jetzt hier also links den Salla, Streetfighter aus Deutschland. MMA ist sein Kampfhintergrund, 75 Kilogramm schwer. Rechts ist Giuseppe, Streetfighter aus Italien. MMA ist sein Kampfhintergrund, 75 Kilogramm schwer. So, Freunde. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich hoffe, das Problem mit King of the Streets Videos sind, dass sie immer entweder rot oder gelb sind bei mir. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig eigentlich. Das macht bei mir auch ein bisschen die YouTube-Performance etwas kaputt, aber ich will euch trotzdem diesen Kampf zeigen, weil ihr euch das gewünscht habt. Platziert eure Wetten, Freunde, in den Kommentaren. Wer gewinnt? Gewinnt Salla rechts aus Deutschland mit der schwarz-weiß-Camouflage-Shorts oder gewinnt Giuseppe links aus Italien in dem komplett schwarzen Outfit? Ich bin natürlich für unseren Mann. Ne? Deutschland muss represented werden. Deutschland braucht ein paar stabile Leute, die das auf die Karte bringen, ja. Das Einzige, was ich halt an King of the Streets etwas halt nicht ganz so feier, ist, ihr wisst es, ich sag's immer wieder, es ist einfach nur halt der Asphalt. Es ist sehr riskant halt, ein blöder Treffer, jemand fällt auf den Kopf und verletzt sich. Aber gut, das ist das Risiko, das die Männer tragen, wenn die dort kämpfen. Die melden sich daher freiwillig. Schöne, gute, heftige Aktion jetzt hier von dem Italiener. Direkt Vorwärtsgang im Angriff. 1-2 mit Abschluss linker Haken. Jetzt der Clinch. Drückt den Salla mit dem Rücken jetzt an den Käfig. Ah, schon mal richtig wild angefangen. Salla dreht ihn aber raus. Er hebelt ihn raus. Hat ihn jetzt selber mit dem Rücken an dem Käfig. Kurzer Kick. Ja, kurzes Knie inside an den Oberschenkel, jetzt hier nochmal zum Körper, versucht das Knie von ihm, also das Bein fernzuhalten, kommt nochmal mit einem schönen Knie rein in den Innenschenkel, dreht ihn schön raus, oh, das hat schon mal wild angefangen, Salla geht jetzt aber nicht weit zurück, ja, hält direkt den Mittel, die Halbdistanz, damit er gleich in den Gegner reingehen kann. Der Italiener richtig frech mit den Händen unten. Zeigt dem Salla jetzt hier gerade gar keinen Respekt. Hat die Deckung nicht oben. Maid-Bewegungen, alles aus dem Oberkörper. Der Junge hat auf jeden Fall Eier, muss man an dieser Stelle sagen. Ja, der Italiener hat richtig dicke Cojones, dass er sich jetzt hier gerade hinstellt ohne Deckung im Streetfight. Aber er scheint ein gutes Auge zu haben. Er scheint gute Reflexe zu haben. Streckt ihm jetzt. Hat er ihm jetzt gerade die Zunge rausgestreckt? Schaut mal hin. Warte mal, was habe ich da gerade gehört? Nimm die scheiß Hände hoch, habe ich gerade gehört. Achtet mal drauf, was sagt der da im Hintergrund? Junge, nimm die scheiß Hände hoch. Irgendjemand sagt, Junge, nimm die scheiß Hände hoch, Junge. Ich weiß nicht, ob das jetzt an den Salla gerichtet war oder an den Italiener. Ich weiß auch nicht, ob der Italiener Deutsch versteht oder ob er wirklich aus Italien ist oder was auch immer. Boah, die beiden Jungs haben auf jeden Fall Feuer, Mann. Die haben richtig Bock zu fighten. Ey, ist das der Ding? Ist es der Tom jetzt hier gerade links? Aus Dortmund? Das ist er doch, oder? Der hat auch schon mal bei den gekämpft. Tom hieß er, glaube ich. Das müsste er sein. Sehe ich da noch irgendjemanden? Erkennt man da irgendjemanden? Schöne wieder. Zweimal mit dem Jab. Rechte Overhand mit der rechten dann. Ja, rechte Overhand mit der rechten, was sonst. Mal wieder ein richtig heller Moment von mir. Ich finde, muss ich ehrlich sagen, die Kameraführung stört mich ein bisschen gerade. Das mit der Kamera hätten die wirklich ein bisschen geiler machen können, weil das ist ein guter Fight, aber die Kamerawinkel und so machen das gerade ein bisschen kaputt. Es ist anstrengend fürs Auge gerade, den Kampf anzuschauen. Oh mein Gott, was für eine gute Aktion von ihm jetzt hier gerade.
Wow, das war richtig krass, Mann, wie er das gemacht hat. Ist kurz abgetaucht, hat, glaube ich, eine rechte gerade zum Körper gezeigt, linker Haken dann oben an den Kopf platziert. Schaut euch das mal an, das war echt Killer, wie der das gemacht hat. Bam, ja, und trifft ihn direkt an die Schläfe. Salah geht rückwärts zu Boden, setzt sich erstmal hin, steht aber sofort wieder auf, geht in den Angriff. Will sich jetzt hier nicht geschlagen geben. Jetzt sieht man hier ein bisschen Bodenfight. Boah, den Treffer hat Salah aber richtig gut weggesteckt, Mann. Das war ein harter Treffer, den er, glaube ich, nicht ganz gesehen hat. Der kam sehr, sehr überraschend. Aber eine Killer-Aktion war das von ihm, wie er da abgetaucht ist. Rechte gerade zum Körper, linker Haken oben an die Schläfe. Perfekt getroffen. Aber Salah hat jetzt hier gerade die dominante Position. Zwei Knie hinterher. Den einen hat er gleich ins Ziel gebracht. Aber der Italiener ist frech, Mann. Der Italiener ist frech. Aber muss man ehrlich sagen, der ist ein sehr, sehr guter Fighter, der Italiener. Dicken Respekt auf jeden Fall an dieser Stelle an ihn. Er kämpft verdammt gut. Okay, jetzt hat er sich erstmal die Schuhe ausgezogen. Ja, vielleicht will er jetzt ein bisschen anfangen, mehr Kicks zu bringen. Killer. Also, ich bin ja jetzt dafür, dass unser deutscher Mann hier, also der Salah, gewinnt, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich feiere den Italiener auch extrem. Schaut mal, wie locker er jetzt hier gerade aus dem Stand den Jab gemieden hat. Schaut mal. Easy, kurz gemieden, mit der rechten das wegpariert, ne? Killer, Mann, der Typ ist ein... Der ist eine ruhige Seele jetzt hier in diesem Kampf. Gefällt mir richtig, richtig gut. Schau mal, steht einfach da mit den Händen in der Hüfte und sowas. Dieser Salah ist ein gefährlicher Fighter und er hat überhaupt keine Panik oder so. Steht einfach direkt in der unmittelbaren Distanz zu ihm, wo er getroffen werden kann, hat aber die Hände in der Hüfte. Schöner Jab jetzt hier rechts across. Boah, das harter Fight auf jeden Fall. Jab-Ansatz. Ja, der Salah ist jetzt gerade auch vorsichtig, ne? Der hat schon gesehen, sein Gegner, der Italiener, hat gute Reflexe, hat gute Bewegungen. Will jetzt hier auch nicht überhasten und einfach unvorsichtig reingehen in den Mann. Linker Haken, aber ein bisschen mehr so eine Schelle war das jetzt, wenn ich mich nicht täusche. Low Kick, das ist gut, er sollte ein bisschen mehr Kicks bringen. Aber er hat hier ein bisschen Nahkampf, dachte ich. Also, ich denke wirklich, Salah hätte jetzt die Möglichkeit, ihn zu treffen. Wenn er wirklich reingeht in den Mann und eine harte Kombination schlägt, hätte er jetzt vielleicht die Möglichkeit, ihn zu treffen. Weil jetzt, dadurch, dass sein Gegner, der Italiener, ein bisschen müde geworden ist, gute Rechte von ihm, sind seine Reaktionen nicht mehr ganz so schnell wie vorher. Aber der ist immer noch verdammt gefährlich, meine Güte. Salah versucht jetzt hier den Druck ein bisschen aufzubauen, ihn ein bisschen zu pushen. Kommt mit dem Jab, aber der mit der Overhand rechten als Konter. Wie sieht's aus, Jungs? Ja, das ist halt auch die Sache mit den Runden, ne? Weil es keine Runden gibt. Eine durchgehende Runde, bis einer verliert. Das zehrt natürlich extrem an den Kräften, die man hat. Wenn ihr meint, ey, ja, wieso sind die denn jetzt schon so müde? Die sollen mal jetzt fighten. Stellt euch mal in den Ring, ne? Und boxt einfach nur mal 2 Minuten. Dann wisst ihr schon, wie unglaublich anstrengend das ist. Und die kämpfen jetzt mittlerweile schon seit fast 5 Minuten oder so. Eine durchgehende 5-Minuten-Runde bislang. Rein boxtechnisch, rein boxerisch. Also nur wenn man die Boxtechnik anschaut, ist der Italiener besser als der Salah. Ja? Deswegen, ich denke, der Salah sollte ein bisschen auch mehr mit seinen Low-Kicks arbeiten und schauen, dass er ihm die Beine schwächt, die Beine ein bisschen auch kaputt macht und danach eine Kombination Low-Kick und dann vielleicht linken Haken, rechten Haken oder irgendwas hinterher bringt, ihn erstmal ein bisschen ablenkt, weil der Typ hat ein gutes Auge. Schaut mal, wie er sich hier locker bewegt. Er fintiert, er blockt die Schläge easy ab, kommt jetzt mit einer harten Kombination, selber rechter Haken, linker Haken gefolgt. Salah war jetzt mit dem Rücken am Käfig, der Italiener hat auf einmal das Tempo richtig angezogen. Kurze Explosion von ihm, ja, richtiger Sprint hier. Ich glaube, damit hat der Salah nicht gerechnet in diesem Augenblick. Der dachte, der Kampf verläuft jetzt hier komplett ruhig. Aber dann kam auf einmal diese Explosion. Richtig respektvoll hier auch, was da gerade passiert ist. Schau mal, bei Salah ist der Mundschutz rausgefallen. Der Italiener lässt ihm Zeit, den Mundschutz reinzunehmen. Kurzer Handshake und weiter geht's, ja. Ja, sehr, sehr ehrenvoller, sehr respektvoller Kampf jetzt hier gerade zwischen den beiden, muss man ehrlich sagen.
Aber bei Salah sieht man auch deutlich, dass er langsam müde wird. Ja, beide sind recht müde jetzt hier gerade geworden. Schöne Overhand, aber gut gemieden von Salah. Na komm, man gibt noch ein paar Aktionen. Ich habe wirklich Lust, dass der Deutsche da jetzt gerade gewinnt. Ich würde es dem Salah wirklich wünschen, gönnen, dass er gewinnt. Natürlich würde ich dem anderen auch gönnen, dass er gewinnt, weil er ist ein unglaublich guter Fighter. Aber wisst ihr, man muss halt trotzdem noch seine Leute irgendwie ein bisschen supporten. Er kommt aus Deutschland. Boah! Aber gerade wo ich sage, man muss ihn supporten, schaut mal, wie er das easy jetzt hier gerade wieder macht. Meine Güte, war das wieder schön, was er gemacht hat. Salah kommt mit der rechten und er einfach ganz easy mit der linken pariert den zur Seite. Fängt sich aber noch so eine Backfist, ein bisschen von Salah. Aber der Typ ist einfach geschmeidig, Mann. Wie heißt er? Ich würde echt gerne wissen, wie der komplett nochmal heißt. Wie heißt er? Giuseppe, aber was? Da steht halt nicht viel zu ihm, ne? Da steht einfach nur Giuseppe, Mann. Aber der Mann ist eine Maschine. Ich würde ihn gerne in einem ganz normalen Boxkampf mal sehen. Ich glaube, der Typ ist echt, echt gut, was Boxen angeht. Ja, Salah hat jetzt seinen Mann jetzt hier wieder mit dem Rücken an Käfig, bringt eine Overhand-Rechte, kassiert aber einen rechten Haken als Antwort. Es geht in die letzten Minuten, in die Schlussminuten. Schauen wir mal, wer jetzt wirklich am Ende nochmal Gas gibt. Tom rastet jetzt hier gerade hinten aus. Digga, kann es sein, dass beide wirklich Deutsche sind? Ich weiß nicht, ob er ihn angeschrien hat oder angefeuert hat, aber es sah so aus, als wäre das, was er gesagt hat, an ihn gerichtet und nicht an den Salah. Und vorhin wurde auch die ganze Zeit geschrien, ey, nimm deine scheiß Hände hoch und so. Das muss irgendwas mit ihm auch zu tun haben. Oh. Ja, 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 der Giuseppe ist, glaube ich, kein Italiener, sondern auch Deutscher. Safe versteht er auch Deutsch, weil die feuern ihn gerade an. Boah, gute Linke. Boah, schönes Knie hinterher. Wenn das getroffen hätte, wäre das unglaublich gefährlich geworden, gerade was da noch kam. Gute rechte Haken als Konter nochmal. Er packt ihn. Salah hat ihn jetzt hier am T-Shirt gepackt, zieht ihn ran. Rechte Cross hinterher. Nochmal eine rechte hinterher. Salah zieht jetzt hier gerade das Tempo an. Oh, der Kampf. Junge. Oh mein Gott, was für eine rechte. Giuseppe geht zu Boden, Kick hinterher. Was für eine kranke Rechte. Was für eine kranke Rechte. Der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Salah hat den Kampf gewonnen. Schaut euch mal nochmal diese Rechte an. Erstmal diese Aktion. Ja, er packt den Giuseppe, bringt erstmal den rechten Cross, trifft ihn da voll. Er war eh schon müde. Das hat bei ihm vielleicht kurz mal ein bisschen geklappt. Nein, das sah nicht nach einem Wirkungstreffer aus, muss man ehrlich sagen. Hier rechte, gut, die hat geklingelt. Er versucht sich zu decken. Und jetzt kam die nochmal hier, die rechte. Bam! Eieieiei, war die gefährlich. Kranke. Kranke Sache, Mann. Kranke Sache. Aber wisst ihr, dicker Daumen hoch auf jeden Fall. Das war ein kranker Fight von beiden. Hier, bis zum Schluss hat dieser Giuseppe gefährlich mitgekämpft. Man muss sagen, ich fand, wie gesagt, der Giuseppe war rein vom Technischen her, war ja viel schöner, war ja viel sauberer, aber bis zum Ende hat der Salah jetzt einfach Kämpferherz bewiesen. Ja, wie ein Löwe hat er die ganzen Schläge genommen von Giuseppe und hat dann mit einer krassen Antwort, mit diesem Konterrechten, ja. Der hat sich so ein bisschen weggedreht, als der Schlag von Giuseppe kam, und Giuseppe hat sich danach in diesem Moment irgendwie vielleicht nicht so richtig drauf konzentriert, weil er dachte, er dreht sich weg, und auf einmal aus dieser Bewegung, wo er sich weggedreht hatte, kommt er zurück, trifft gleich die Rechte direkt an das Kinn und da war es vorbei. Heftige Sache, Mann. Dicken Daumen hoch auf jeden Fall. Ey, wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, nicht vergessen, also, wenn euch meine Reaction darauf gefallen hat, Daumen hoch, drücken, Kanal abonnieren, Kommentar hinterlassen, alles ganze Zeug. Jetzt schauen wir uns noch den zweiten Kampf an, wo der eine andere Deutsche dabei ist. Lasst mal sehen, wen haben wir jetzt hier am Start. Wir haben links English Wolf, Street Fighter aus England, MMA, Letway ist seine Kampfsportart, 75 Kilogramm wiegt er. Rechts Jordi, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, Kölner Hooligan, MMA und BJJ, 77 Kilogramm. Bin mal gespannt. Wie immer, Freunde, platziert eure Wetten. Also ich muss sagen, also dieser Jordi hat schon irgendwie so einen leichten... Er hat schon so einen leichten Psycho-Touch. So da alleine sein Blick jetzt hier gerade im Stare-Down, wie er geschaut hat, wie er gerade hier in den Ring reingelaufen ist. Der Mann hinterlässt Eindruck. Also ich würde meine Wette jetzt auf ihn platzieren.
Ich platziere meine Wette auf jeden Fall auf den Mann in der roten Shorts, den Deutschen. Spinning Backfist, jetzt hier vom Engländer, kommt rein. Jordi mit einem linken Haken als Konter. Das sollte kein allzu langer Kampf sein, weil, wie gesagt, das Video geht nur 2 Minuten. Das sollte ganz, ganz schnell einen Finish geben. Schöner Highkick-Ansatz jetzt hier vom Jordi, gefährlich. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ey, mein Freund, wenn du das Video anschaust und ich deinen Namen falsch ausspreche, nimm es mir nicht übel, ja? So, mal sehen, was die jetzt hier in dem Clinch anfangen. Geht das in den Boden? Er ist nun mal ein Brazilian Jiu-Jitsu, ist sein Stil. Mal schauen, ob er vielleicht in den Boden geht. Haben die das vorher abgesprochen, dass Submissions erlaubt sind? Falls ja, könnte das jetzt seine Stärke, seine Disziplin sein. Das ist gefährlich jetzt hier in der Ecke mit dem Pfeiler, mit diesem Ding da am Boden. Ich habe da richtig Angst immer, dass jemand mit dem Kopf dagegen knallt. Ja, brückt sich da raus, hat jetzt dem Gegner aber den Rücken gegeben. Da könnte er jetzt den Choke reinbringen. Er sucht, glaube ich, den Rear Naked Choke. Nee, Ground and Pound. Versucht jetzt durch die Lücke seine Schläge zu bringen. Jordi muss sich rausdrehen, irgendwie rausbewegen. Es ist gefährlich, jetzt in der Mount. Oh, gefährliche, gefährliche Position für ihn. Er versucht jetzt mit dem Kopf sich richtig an ihn dran zu klammern, damit er keine Schläge kassiert. Nee, das wird gleich abgebrochen. Kopfnuss hinterher. Mein Gott, da kommt die Letway, da kommt der Letway-Hintergrund. Da muss ich an dieser Stelle muss ich das, ich muss Pause machen an dieser Stelle, weil da ist auf jeden Fall schon ein bisschen das Ketchup geflossen bei dem Jordi. Nicht, dass das Video dann am Ende rot wird. English Wolf hat den Kampf gewonnen. War ein schneller Kampf. Ich drück den Daumen hoch. Hat er wirklich gut gemacht, ja. Hat die dominante Position im Boden bekommen. Hat erst den Rücken gehabt. Hat ein paar Schläge gebracht. Dann ist er in die Full Mount gekommen. Hat nochmal ein paar Schläge gebracht. Dann eben der Hintergrund mit Letway. Ihr wisst ja, Letway ist ja wie Muay Thai. Nur, dass man eben den Kopf eben auch benutzen kann. Und dann kam er mit ein paar Kopfnüssen. Hat ihn gut getroffen. Und da ist der Referee dazwischen gegangen. Ey, krasse Fights, die uns der King of the Streets jetzt hier geliefert hat. Ich hoffe wirklich, das Video wird nicht gesperrt wegen ab 18 und so einem ganzen Schmarrn. Und ich kann es euch zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch meine Reaction gefallen hat, nicht vergessen, Freunde, Daumen hoch drücken, Kanal abonnieren, Kommentar hinterlassen, folgt mir auf Instagram, all den ganzen Zeug für den Support, wenn ihr mich supporten möchtet. Wenn nicht, ist das natürlich auch nicht so schlimm. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann morgen wahrscheinlich wieder, ja, wir müssen ein bisschen das Tempo anziehen. Und dann Sonntag um 19 Uhr wieder im Livestream. Bis dahin, Freunde, bleibt alle gesund, passt alle auf euch auf, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao, bleibt stabil.